So, ich glaube, dritter Anthem Abend. Insgesamt. Falls die Aufnahme im Eimer ist, dann ist das halt so. Was soll das heißen? Wir können uns die Ruinen nicht ansehen. Leider habe ich. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ach, ich sehe gerade bei dir, du musst die Gräber machen. Ja. Ich hoffe, der eine Patch hat. Also, okay, wenn musst du eh nur die. Ich hoffe, du bist abgehackt bei mir gerade aus unterschiedlichen Gründen und nicht wegen mir. Aber ich denke mal, an mir liegt heute eh alles. Ein Spiel einladen. Zum Spiel einladen. Und Hauptmann ist wieder mal bei mir nicht zu sehen. Ah, nochmal bitte einladen. Und ja, wir müssen diese dämlichen Gräber finden und Solaris hat ja schon sein Max-Level gemacht. Weil du weitergespielt hast, habe ich auch weitergespielt. Du weißt schon, dass ich nur im freien Spiel und eine Instanz gemacht habe, ne, um zu gucken, wie es läuft. Das hat Ich nichts damit zu auch. tun, dass ich gespielt habe. Und du hast schon gespielt, bevor ich alleine gespielt habe, kurz. Muss ich dich nochmal einladen? Nee, ich bin beigetreten, alles gut. Und dann bist du nicht mal ready. Natürlich, ich bin nicht ready. Nicht du. Meine Festplatte ist plötzlich auch schneller. Vom Lesen und Schreiben. Jedenfalls habe ich sie heute der Geschwindigkeit getestet und irgendwie war alles tollerer. Tollerer. Cholera, was? Cholera, Alarm. Ich habe das Gefühl, so eine strahlende Persönlichkeit heute zu sein. Und irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas stört mich. Grab vom Cardi-Verbund. Ich versuche, hier nochmal ins Grab zu kommen. Guten Abend, Holzius. Anwärter, vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionärin Artinia, Wächterin Ach, ich der brauche noch drei Dämmerung. Weltereignisse. Ihr wurdet Was für ein beurteilt und Abfuck. für unzulänglich befunden. Und ja, es sind Grind-Aufgaben. Damit zwingen die Leute, mal in den Expeditionsmodus reinzugehen. Aber Solaris weiß ja bestimmt, wo alle Weltaufgaben sind. Nee, die erscheinen Ganz wirklich random. Also ich Ganz weiß, dass hier einfach bei dem ein komischen Bot-Schild. Ding eins war. Also eigentlich beim Läufer. Aber anscheinend diesmal nicht. Alter, gut fliegen. Aber der Nase lang.
Und ja, es war ein Blitz. Und wer sich wundert, es sieht jetzt ein bisschen besser aus. Das ist, ich habe es in die RTX verbaut und... Ja, es sieht schon hübscher aus. Kannst jetzt nicht sagen, dass es schlechter aussieht. Aber dafür drücken die FPS auch ganz schön. Ich hoffe einfach, dass am Day One der Patch wirklich nochmal ein bisschen was dreht an der Performance. Was ich bis jetzt gelesen habe, hauptsächlich an Lade und Abstürzen. Selbst das wäre doch gut. Ich empfange etwas. Gesetzlose in der Nähe. Viele Gesetzlose. Weltereignis, ole. Ein Lager der Gesetzlosen. Die greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Sei bei den Geschützen vorsichtig. Aber stellt sicher, dass sie nicht mehr auf andere schießen können. Alle Gesetze sind zerstört. Du hast dich selbst übertroffen. Noch einer. Die können es einfach nicht lassen, oder? Die ganze Zeit hier eingefroren. Und ich sehe nichts dank der neuen Grafikeffekte. Oh mein Gott! Anführer der Gesetzlosen erledigt! Das sollte das Gebiet für eine Weile sicherer machen. Uns erwartet noch mehr Lager, wenn wir das Gebiet nicht sichern. Zieht ja noch ganz schön. Cool, cool. Bitte? Meine neue Fähigkeit auf Single Target geht die gut ab. Ich glaube, das Spiel ist auch lauter als früher. Gefühlt. Kiste! So, komm, go, go. Neues Weltereignis. Ein feindlicher Javelin? Ich dachte, das ist kein feindlicher Javelin. Das war ein Gesetzloser. Juhu, Kiste. Ja, lass sie alle im Proof öffnen. Nein. Nein. Ja, du musst über die halbe Map fliegen, aber... Wo bist du denn? Warum machst du das denn? Da werde ich nochmal gucken, ob ich das, das kann. Ich konnte in das Grab vorhin nicht rein. Hier ist ein Müll-Event bei mir. Ich denke, BioWare wird dann bald zugemacht. Hol mir, obwohl es geht. Geschafft, Jungs. Es hat funktioniert. Ja.
was soll funktioniert haben, das Grab zu öffnen. Ich hab's gerade öffnet. Stolz auf dich. Es ist normal, dass der Stream sich wahrscheinlich bei sehr schnellen Bewegungen verpixeln kann, weil die Kilobyte-Rate nicht ausreicht. Bei Twitch kannst du nur 6000 Kilobyte hochziehen. Oder er verpixelt stärker, weil es anders ausgespielt wird, wegen der aktuellen Geschwindigkeit, die eine Leitung empfängt. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum der Stream verpixelt gerade dann. Eine Kiste. Oh, da ist noch einer. Pass auf! Überhaupt nicht wegen Explosionen. Eine Gang gesetzloser weniger. Gute Arbeit. Explodiert. Explodiert, Junge. Hier, Kiste. Ah, nee, hast du das Event überhaupt schon? Nee. Öffnet. Ich hab die geöffnet, die Kiste. Oh, schon gut. Schluss immer. Ruhig noch ein Welt-Event noch, um das Grab zu öffnen. Ja, mehrere. Vier Stück. Ich hab schon zwei gemacht. Vier Herausforderungen. Ach, okay. Ach so, ich meine jetzt nicht mit den Gräbern. Aber für das Grab, wo ich vorhin vorstand, habe ich eigentlich die Sache. Gut, dann gibst du mir noch eins mit 15 Kisten öffnen. Das habe ich bestimmt schon gemacht. Kaninchen. Während ich auf Toilette saß. Habe ich das über das Tablet gemacht? Oh wow, ich habe die Kiste gefunden. Und es wird dunkler. Unfasslich. Hey, hier ist nur Platz für einen. Falls du Lust hast, ist eine Gesetzlosenbande in der Gegend, um die sich jemand kümmern muss. Ja, da ist es. Du hast die Gesetzlosen aufgespürt. Sei vorsichtig. Los geht's. Thank you.
der Gesellschaft. Sei vorsichtig. Situation ist kritisch. Wir müssen diese Bedrohung aus dem Weg räumen. Unity Media erlaubt dir nur 4000. Das war's für die Gesetzlosen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Du meinst wahrscheinlich 400.000 ist nämlich die stärkste Leitung, die es gibt bei Unity Media. Die schwächste ist, glaube ich, früher 32.000 gewesen und inzwischen ist, glaube ich, 64.000. Wenn du das nicht erreichst, kann irgendwas nicht stimmen. Moment, wo muss ich jetzt hin? Hat eins abgeschlossen? Ja, die Prüfung von Atania. Betrug. Wo fliegst du hin? Nirgendwo hin, ich bin gerade runtergefallen, weil ich nicht hochfliegen, also nicht so hochfliegen kann, wie ich will. Aber ich fliege jetzt zum Grab von Atania. Atinia, ach was auch immer. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hast du mich gerade beschossen? Nee, die Gegner. Also, das Grab des Taktikers soll hier in der Gegend sein. Irgendwo, behauptet Prinzessin Sin. Vielleicht solltest du es für Faye und ihren Masterplan finden. Moment, bin ich am falschen Grab? Ja, natürlich bin ich am falschen Grab, aber da kann ich auch mal gucken. Gefunden! Das Grab von Karif, dem Taktiker! Wo ist hier der Rest der Bande eigentlich? Keine Ahnung. Die Prüfung von Legionär Karif ist abgeschlossen. Ihr seid würdig. Bei Karif bin ich würdig. Und würdig. Brauchen wir denn mehr als zwei Spieler? Wahrscheinlich nicht. Das war das Erste. Fehlen nur noch drei. Aha. Wir gehen rein und berühren einen Sarkophag. Oder so ist das? Episch, ne? Episch. Ist ein epischer Sarkophag. Die Aufgabe ist ja das, was du vorher erledigen musst. Die Aufgabe vorher ist Grind. Das braucht kein Mensch. Doch du, sonst kommst du nicht ins Grab rein. Alles Blödsinn. Yeah. Warum ist das Grab immer noch markiert? So kann ich nicht arbeiten. Gibt's keine Schnellreise? Gibt's keinen Wegpunkt setzen? Nee. Orientierung sind braucht man. Karte, ne? Ich nehme mal noch Navi. Karte, Kompass, Mensch. Dann fliege jetzt einfach nach Westen. Westen, nichts Neues. Als wenn kalter Krieg wäre immer noch. Alle wollen nach Westen.
mich zu beschießen mit euren dämlichen Blitzen, ihr Scheißhunde. Ich flieg nur hier durch. Was hast du jetzt eigentlich für Aufgaben? Weiß ich noch nicht, ich muss das Grab hier erst aufdecken. Ihr Bandenküste, soll ich mal auf euch warten, ja, ne? Ja, ich komme gerade dahin. Achso, die Kiste ist schon offen, die hier stand. Blum, blum, blum. Durch die Röhre. Ich glaube, du musst dich beeilen, der Hauptmann will die Kiste vor dir aufmachen. Nee, die Kiste ist mir egal jetzt. Da kommen wir jetzt gerade eh nicht hin. Es ist unglaublich schwer, sich zu orientieren. Oben steht doch Himmelsrichter. Das Fliegen war im Testwochenende richtig scheiße. Das haben sie ein bisschen verbessert. Weil jetzt gerade jemand meinte, das Feedback von vielen Leuten war, dass das Fliegen so kacke war. Und das Fliegen war in den Testwochen kacke. Ist jetzt immer noch nicht perfekt, aber ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so schwammig wie in der, also im Testwochenende, in der Demo, sagen wir mal. Obwohl es einfach Beta war. Nicht weit von dir, Test, haben ein paar Gesetzlose Beta, Lager Demo, Demo, ach, was auch immer. Oh, was ist denn los mit deinem Gehirn? Mein Gehirn hat den ganzen Tag gearbeitet. Das kann nicht mehr. Andere Leute gehen aber auch den ganzen Tag. Ja. Aber nicht hochkonzentriert. What? Ach, keine Ahnung. Es war halt einfach heute irgendwie so Scheißtag. Ja, richtig. Es war einfach scheiße. Andere Leute freuen sich, wenn sie für 1000 Euro eine neue Grafikkarte einbauen können. Es ist keine Grafikkarte für 1000 Euro. Ich habe ein bisschen gerundet. Ja, ein bisschen viel gerundet. Und dazu kommt auch noch... Ja, Leute freuen sich, wenn ihr es einbauen könnt und diese Karte funktioniert. Und vor allen Dingen habe ich dafür ganz schön viel Geld hin und her jongliert. Ich hätte mich bestimmt halt mehr gefreut, wenn ich sie eingebaut hätte, die Treiber installiert hätte und alles funktioniert hätte und ich nicht ganz Windows neu installieren hätte müssen. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt sitzen und sagen, boah, voll geil, alles Hammer. Und es sieht natürlich besser aus, aber trotzdem. Zackt es halt ein bisschen, also zackt es mich halt über den Tag hinweg ein bisschen ab, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Nachzügler. Die Betriebsausgaben werden ja auch von der Steuer abgesetzt. Was für eine Schwierigkeit hast du eingestellt? Ist das normal? Es ist normal, ja. Es tut mir leid. Wo ist denn der? Wow, Solo dachte schon, er ist voll geil drauf. Ein Lager der Gesetzlosen. Die greifen jeden an, der ihnen zu nahe kommt. Wir müssen diese Geschütze ausschalten. Aber wo seid ihr denn jetzt hier? Ich bin gerade halt fett bei gekämpft. Ich versuche gerade hier irgendwie rüberzukommen. Auf die andere Seite. Beziehungsweise ich komme gerade in deine Nähe. Jetzt hast du ihre Aufmerksamkeit! Namens Notti. Alle Geschütze erledigt. Ausgezeichnete Arbeit. Oh, hätten hier die Explosion verursacht. Und noch mehr Gesellschaft. Der liebe Gott. Sei vorsichtig. Anführer der Gesetzlosen erledigt. Das sollte das Gebiet für eine Weile sicherer machen. So können wir die Dinge nicht lassen. Du musst das Gebiet sichern. Von so können wir es nicht lassen. Können wir dank Solarius jetzt den Schwierigkeitsgrad auch noch höher stellen, ne?
skaliert doch an. Ja, die Effekte vom Game sind wirklich gut, aber es ist halt ein Performance-Desaster bis jetzt für mich, finde ich. Ach, ich liebe diese Kombos. Sind wir bereit? Performance-Desaster, frag mal mich jetzt. Das ist für mich das Stil. Geschafft! Die suchen das Weite. Du hast heute gute Arbeit geleistet. Weil wir auch einfach Naturtalent im Fliegen. Du bist ein Naturtalent im Bescheidenheit. Das auch. Richtig, hier war ich schon mal. Ihr habt die Prüfung von Legionärin Artemia bestanden, Anwärter. Kannst ja da rein. Und dem zweiten Wächter wurde der Gruß entboten. Ich habe die Asus Strix 2080 RTX OC eingebaut. Und ich finde es halt doch ein bisschen erschütternd, da ich hier bei 1044p auf 50 FPS manchmal gedrückt werde. Auch wenn jetzt natürlich alle Settings auf Ultra sind, automatisch eingestellt vom GeForce-Treiber. Aber es ist halt schon hart. Man kann in den Javelins mit den Pilotenkomponenten bessere Kühlsysteme einbauen, damit du weiter fliegen kannst. Das existiert, ja. Na, brauchst du aber nicht unbedingt, oder? Nee, brauchst du auch nicht. Es wurde aber gefragt vom Chat, ob sowas möglich ist. Ich habe da zum Beispiel lieber Sachen drin, wie Waffenfeuer verstärken und solche Geschichten. Sobald du nämlich nach unten fliegst, wirst du gekühlt und dann gibt es ja gewisse... Wenn du durch Wasser fliegst, wirst du halt auch gekühlt. Ich habe Berichte über Gesetzlosenbanden in dieser Gegend. Ein Blick kann nicht schaden, oder? Oh, könnt uns anschauen. Wer hat ein Wildereignis entdeckt? Wenn ich zu weit runterfliege, kann ich entrückt werden? Ach, das wäre so schön. Bei deinem Koloss aus. Du benutzt doch bestimmt auch nur zwei Fähigkeiten. Die Na, die Schildfähigkeit, die ich noch habe, als Supporterfähigkeit, ist zwar ganz nett, aber wenn ich jetzt hier so alleine rumfliege oder wir nur zu zweit sind. Wo ist eigentlich das Grab von Jivenya? Irgendwo da hinten, ne? Das habe ich letztes Mal nicht gefunden. Ich habe Berichte über Gesetzlosenbanden in dieser Gegend. Ein Blick kann nicht schaden, oder? Weißt du, was ich an Gesetzlosen mag? Nicht viel. Was ich auch gerne hätte, wäre das Licht am Javelin irgendwie an- und auszuschalten, weil manchmal steht es schon sehr dunkel. Boah, ich war weg, als die Taste erklärt wurde.
Titan hier. Hast du da. Fragen im Chat, die wir beantworten können. Das wäre wundervoll, wenn heute der Stream durch das Publikum getragen wird. Das ist es. Das Grab von Ivenia der Schmiedin. Die Gesetzlosen haben einen Boss weniger. Jetzt herrscht bei denen erstmal Chaos. Die müssen wir aus dem Weg räumen, ehe wir was anderes tun können. Sie sind eine zu große Bedrohung. Hat von dir eine Fähigkeit, Solerius, dass du so unter Strom bist? Nee, keine Ahnung, ich werde von irgendwas angeschossen. Wahrscheinlich war es ein Blitz. Anwärter, vor euch seht ihr die letzte Ruhestätte von Legionären Ivenia. Ich brauche noch 8 Schatztruhen. Der Dämmerung. Wir haben für unzulänglich befunden. Ach, geht das. Das war's für die Gesetzlosen. Gut gemacht, Kumpel. Wo geht's denn? Links hab ich weg. Du kriegst aber immer eine Ausrüstung für den Javelin, mit dem du gerade spielst. Hier ist eine Truhe. Ausrüstung ist für alle. Ausrüstung ist für alle, bei mir ist es aber in der. Mein Gott, im Arsenal war es aber angeordnet. Du kriegst immer nur den, den du gerade spielst, Sachen vor. Willst du die Truhe hier nicht haben? Waffen und so weiter zum Beispiel kannst du auf andere Javelins übernehmen. Das sind Zusatzqualifikationen, die Javelin verbessern. Warum ist Hauptmann bei mir heute so leise? Das weiß ich nicht. Der Rest sind unterschiedliche Sachen. Du kannst da keinen anderen draufpacken. Doch, bei mir geht es. Ich kann mit meinem jetzigen Javelin, den ich jetzt habe, hier für meine anderen Javelins farmen. In der Gegend halten sich angeblich Gesetzlose auf. Wir sollten uns darum kümmern. Ich habe auch noch keine andere gefunden. Nur für den Storm, die den jeweils spielst. Ich konnte Sachen herstellen für den anderen. Weil die Mets, die sind geteilt. Ich glaube, Hauptmann das auch nur, weil er mehrere Charakter schon gespielt hat. Ja, wenn das kann natürlich auch sein, ne? Wenn du einen gespielt hast, das dann. Ja. Redest du immer von Charakter oder halt von den Anzügen? Von den Anzügen. Ja, aber Charakter ist ein neuer Spieler. Weißt du, dann wird es nicht übernommen. Nein, das ist klar. Charakter auch. Charakter werden die Mats übernommen. Und das Geld und alles. Wo ist denn der Proof? Ich stehe hier irgendwo in der Höhle drin und nebenbei stürzt mein Handy ab. Alter. Und ich brauche Kisten und ich muss wissen, was das letzte Grab ist. Du brauchst jetzt ein Handy, wir spielen auch gerade. Ich brauche das dämliche Handy. Ach, ist auch egal. Die Gesetzlosen haben hier für Ärger gesorgt. Ich würde das Game weiterempfehlen. Sei bei den Geschützen vorsichtig. Schwierig. Aber stell sicher, dass sie nicht mehr auf andere schießen können. Das ist also für gute Arbeit. Das waren aber noch nicht alle. Das war mit Folgen, sag ich mal, durchzuspielen, für diese für EA Premium für einen Monat mal zu bezahlen. Da wird das vollkommen in Ordnung. Es sieht ja auch gut aus und alles, aber das muss ich halt zeigen von den Festungen und den Inhalt, der noch kommen wird. An sich ist die erste Festung ja ganz cool. Oh, mein Ton ist oberflächenmäßig weg. Scheint es ganz gut zu sein, aber. Und tschüss, Ingame Sound. Ist weg? Ja, bei mir ist der Ingame Sound weg. Ja, das wollen sie auch patchen. Das haben auch sehr viele wohl. Sur. Das habe ich zum ersten Mal. Ich hatte schon öfters. Aber was heißt öfters? Dreimal oder so? Und krieg ich das wieder hin, ohne dass ich das Spiel neu starte? Nee. Nein. Pff.
Oh Gott, ich sterb gleich. Was ist hier los? Verdrückst du dich jetzt wieder, bevor die Kiste öffnest, Buch? Nein! Da, Kiste, ich öffne die Kiste jetzt. Kann man eigentlich jetzt einfach Alt F4, dann kommen wir aber nicht wieder in die Gruppe rein, oder? Sofort? Doch, eigentlich schon. Aber wir können auch einmal kurz rausgehen, dann machen wir einfach neu. Ist ja gar. Oder so. Mach mal Mission beenden. Oder hier, was das ist, Einsatz beenden. Ja. Genau hier, erzählt mal, wie ist denn Destiny? Ist das so Art zu vergleichen mit Anthem? Ja. Ist halt anderes Universum, ein bisschen andere Story. Wie ist da das Skillsystem aufgebaut? Gibt's, boah, gibt's so gefühlt gar nicht. Es gibt so ein wirkliches Skillsystem gibt's nicht. Du kannst so deine Fähigkeiten ein bisschen verbessern und anders auslegen. Und viel wird halt über Gear gemacht. So, ich hatte jetzt den Break in der Lokalaufnahme. Aber man merkt halt, wir müssen diese dämlichen Gräber noch machen. Also ich muss die machen. Keine Ahnung, wie der Stand ist bei den anderen. Ich brauche 8 Kisten. Es ist einfach schnell 8 Weltevents durchrocken da zu viert. Dann hast du das, ich guck mir aber das andere Grab jetzt auch mal eben kurz an. Vielleicht kann ich das einfach schon direkt aufmachen. Und halt nicht so viel fliegen, mehr laufen, dann findest du auch Kisten. Aber die sehe ich doch als Adler von oben. Ja. Tust du nicht.